Moin Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, hinter mir steht eine M-Klasse von 2009 mit dem UM642 Motor, 6 Zylinder, 350, 320er, schieß mich tot, scheiß mich egal. Weiß ich nicht, hab keinen Fahrzeugschein, aber das Fahrzeug muss zum TÜV und ich soll ja mal durchgucken. So, ML weiß ja jeder. Ist amerikanische Qualität, das ist Amerika pur und das merken wir hier auch an allen Ecken und Kanten. Also ob das jetzt hier so ist, so, ne? Hier blättert der Klarlack ab. Ich sag da nichts zu, das ist ja Mercedes Sache, ne? Das ist ja nicht meine Sache, weil Mercedes ist so ein bisschen, ja, nicht mehr das, glaube ich, was es mal war. Deswegen, er kam eigentlich wegen einer anderen Sache, ob er damit durch den TÜV kommt oder nicht. Das zeige ich euch gleich. Da habe ich ihm aber gleich gesagt, nee, da gibt es gleich eine rote Karte. Das wird nichts. Und ich sage, bevor du da hinfährst, gucken wir uns das Schiff erstmal an. Weil das ist eine große Kiste und die kann viele Mängel haben. Und deswegen, ich würde sagen, wir fangen mal vorne im Motorraum an. Da hinten, da irgendwo. Alles klar, Leute, bis gleich. Ja Leute, was soll ich sagen, man sieht erstmal nichts, das ist ja klar, das ist wieder so ein Auto, was steht auf der Hebebühne, wo man hat wieder den Bauchspeck vom Getriebe, hätte ich fast gesagt, und dann kommt man wieder nirgendwo bei, das ist klar. So, V6, ne? V6 kennt jeder und wir kennen auch die V6 Probleme, ne? Hat der das auch? Fragezeichen. Oder hat er da auch schon das eine oder andere neu gekriegt? So, das hatte ich ja schon öfters, V6, Mercedes, die laufen geil. Wenn die laufen, laufen die geil, genauso wie die im VW-Konzern. Das ist nicht das Problem. Das Problem, das fängt erst an, wenn die Dreiklappensteuerung anfängt, die kleinen Fännchen auszuschlagen. Und dann gibt es da ganz unten drinnen, in dem V, gibt es noch einen Ölkühler, der sehr gerne undicht wird und dann läuft es hinten am Getriebe raus und jeder denkt, das ist Simmering zwischen Getriebe und Motor. Ist aber nicht so, weil das ein ganz anderes Problem ist. Weil da steht meistens schon die ganze Spinne unten voll mit Öl. Also, ja, bei dem einen steht Kühlwasser drin, bei dem anderen steht Öl drin. Ja, läuft doch. Bei den Herstellern läuft, kann ich euch nur sagen. So, auf jeden Fall sieht das von hier oben, ja, recht traurig und trocken aus. Ich hab's gesagt. Nein, ich bin nicht traurig, dass es trocken ist, sondern ich bin glücklich, dass es trocken ist. Zumindest von hier aus. Ja, was da unten abgeht, das sieht man nicht so. Da müssen wir gleich mal reingucken. Aber wenn dann hier irgendwelche Dreiklappen rumspinnen, dann macht das richtig Spaß, kann ich euch sagen. Wie gesagt, das ist alles nicht so ganz einfach. Ja, wie gesagt, wie soll ich das erklären? Ja, ne, ihr müsst oben das ganze Geweih runterzimmern, ihr müsst den halben Motor zerlegen, Turbolader muss runter, ihr müsst runter bis ins V. Das ist eine scheiß Arbeit. Mich hat letztens schon mal einer angefragt mit einem 300er C. Ihr kennt das Chrysler-Ding, dieses dicke Schiff, hat denselben Motor drin. Und ja, da ist der Ölkühler undicht. Und er sagte, was nimmst du dafür, wenn du das machst? Das ist immer schwer zu sagen. Ne? Da kann man immer ganz schwer sagen, ich mache das zu dem Kurs, ich mache das sehr ungern. Vor allen Dingen, wenn die Leute die Teile selber besorgen, mache ich das noch viel ungern. Weil, das ist ganz einfach, weil ich keine Lust habe, das Ding hier auf der Bühne stehen zu haben, weil irgendein Teil fehlt, weil irgendeiner ein falsches Teil bestellt hat oder. Da habe ich keinen Bock drauf, habe ich keine Zeit für. Ich habe auch keine Zeit für so ein Ding hier auf der Bühne zu stellen, mir die ganze Woche hier die Bühne zu blockieren. Das ist natürlich kacke. Auch wenn ich das nur am Wochenende mache, aber trotzdem, das blockiert mich, das geht nicht und das funktioniert nicht. Da habe ich auch keine Lust drauf. Also. Ja, wie gesagt, was kann denn hier noch passieren? Das Ding hat Luftfahrwerk und geht auch dementsprechend an den Stellen gerne kaputt. Ja, wir gucken mal so ein bisschen hier übers Motörchen und dann gucken wir nachher nochmal ein bisschen spezieller rein, ein bisschen da oben rein. Ich sehe da so ein bisschen Ölnebel vom Turbolader. Ja, der hat jetzt 170, glaube ich, gelaufen oder sowas. Das ist jetzt nicht die Welt. Rost, sehe ich jetzt so nicht, ne?
Rost sehe ich so nicht, aber ich würde sagen, wir gucken uns die Schiffchen mal von unten an. Den Motor gucken wir uns gleich noch speziell so ein bisschen an. So Leute, jetzt habt ihr hier so ein Luftfahrwerk drin, ne? Ist klar, Federbälge, ne? Die dürfen natürlich nicht undicht sein und hier oben müsst ihr auch immer reingucken, da oben in die Falze, ob da Rost ist oder sowas. Mankostelle ist hier, das ist dieses U, was hier eingebaut ist. Manchmal schlagen sie hier oben aus, manchmal schlagen sie hier am Gelenk aus, dann wackelt es hier rum, dann knistert es da. Das ist eben so, das Auto, das wiegt ein wenig. So, wir haben hier Bremsen. Bremsen, das sieht bei 50%, ne? Das ist jetzt noch nicht so schlimm. So, wir haben jetzt hier Spurstangen drin, die natürlich auch dementsprechend groß sind. So, nehmen wir Spurstangen drin, die sind dementsprechend groß. Wir müssen hier gucken, ob hier ein Axialspiel drin ist. Ja, und diese Geschichten, die Querlenker, die gucken wir gleich mal von unten an. Das sind auch richtige Klopper. Das ist alles richtig stabiles Zeug. Ja, Bremsschläuche, ganz normal, ne? Kennt man. Muss man auch mal ein bisschen gucken. Sonst geht's nicht. So, machen wir mal hier rum. Hier. Ja, das ist richtig Bewegung, ne? Da musst du richtig Kraft anwenden. Hier mal ein bisschen auf die Scheibe gucken, ne? Kennt ihr auch, dass der Rostrand hier oben nicht dran ist oder dass hier eben halt die Scheibe schön glatt ist. Das sieht alles gut aus. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Da ist auch alles trocken auf dieser Seite. Also auf dieser Seite ist das alles top. Ja, man macht kaum Glauben, aber ne? Auch bei den Dingern geht mal was kaputt. Selbstverständlich haben wir hier auch noch eine Seite, die kaputt gehen kann, das ist ganz klar. Hier habt ihr dann eben halt noch den Verstellmechanismus für das Fahrwerk, das ist klar, ne? Ja, die Gummis, die hier oben drin sind, die sind zwar noch gut, aber naja, das ist halt auch so anfällig wie bei allen anderen auch. Ja, so, hier ist kein Spiel drin, das läuft, die Reifen sind so, naja, ich glaube, die dürfen wir neu machen, weil die sind nicht mehr gut. Da wird er meckern, gehe ich mal ganz stark von aus. Guckt euch die mal an. Hier ist schön aufgeribbelt, abgelaufen. Ne? Hier passt das nicht mit der Achsgeometrie. Hier, guck mal hier, da löst sich ja schon hier der Reifen auf. Da, seht ihr das? Hier, da der Reifen, der ist weg. Das könnt ihr vergessen. Mit den Reifen wird das nichts. Und ich zeige euch, was los ist. Ne? Hier, da, ne? Da steht die Größe drauf. Ja, und dann wisst ihr auch gleich, was so ein Reifen kostet, nämlich einen Haufen Geld. So, gehen wir mal hier ein Stückchen weiter. So, hinten sind wir jetzt auch. Bremse ist, ja, ich würde sagen 20%. Das ist nicht mehr das meiste. Man sieht's, ne? Ich weiß nicht, ob ich das eingefangen kriege. Ich versuche das mal. Ja, mit der Lampe wahrscheinlich nicht. Probier es damit mal. Oder so. Geht das so? So, ich versuche das mal. Ja, da habt ihr sie, die Klötze. Ich hoffe, man kann es sehen. Da ist nicht mehr viel drauf. Das ist wenig. Das könnte man machen. Aber, ja, so ist das eben, das Leben. Und Reifen hinten ist völlig in Ordnung. Das kann man lassen. Aber mit dem Reifen vorne wird TÜV schon mal nichts. Andere Seite mal eben gucken, wie das hier so aussieht. Ja, von der Klötze her nicht anders. Die dürften wohl mal neu. Ansonsten fährt er auf Eisen. Ja, da geht das Spiel schon wieder los. Ne? Rost. Ja. Wir kennen das ja noch von den ersten M-Klassen. Ne? Ich habe da auch so einen speziellen Kunden mit einer ersten M-Klasse. Der liegt mir schon die ganze Zeit in den Ohren. Ich soll den die Karre in Ordnung bringen. Der hat einen Mängelbericht. Der fängt vorne an, hört hinten auf und noch viel weiter. Wahrscheinlich noch auf dem Anhänger. So lang ist der. So, jetzt sagt ja jeder, oh, ist ein solides Eisenschwein und so. Aber guck mal hier, ne? Trotz Partikelfilter, schwarze Rohre. Das ist natürlich auch wieder so eine Sache, ne? Ja, also da ist so mancher VRG sauberer, sage ich euch ganz ehrlich. Hier auch mal reingucken, weil ne, da kann auch Oxidation sein. Man sieht hier schon, da ist Oxidation dran. Ja, da geht das schon wieder los mit dem Spiel. Ja, das ist eben so, ne?
Ja, viele Sachen, die kaputt gehen könnten, sind hier. Oh ja, hier, guck mal hier, da ist auch mal so ein Lager, ne? Was kaputt gehen kann, was auch nicht ganz witzig ist. Da sind Traggelenke drin, ne? Rechts und links. Was haben wir denn hier? Ist das ölig? Hier ist doch was ölig. Das ist nicht gut. Ja, das ist ölig, da ist der Dämpfer im Arsch. Oh, das wird teuer. Ja, da geht das Spiel schon wieder los, ne? Öl und Gas steht da drauf. So, wir brauchen uns da nicht drüber unterhalten. Das Ding ist durch und dann können wir hier die Lager wahrscheinlich gleich mitmachen, weil die auch durch sind. Man kennt das Spiel. So, M-Klasse und Fahrwerk, ne? Das ist immer so eine Sache, ne? Hier, seht ihr das? Hier, guck mal hier. Da ist das Lager im Arsch. Das ist fertig. Da braucht ihr nichts mehr dran tun und hier fängt es auch an. So, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Am besten ist natürlich gleich, den kompletten Querlenker hier rauszuschmeißen. Die Lager hier, naja, die sind noch gut. Aber ich sag mal, wenn er da anfängt zu lenken, dann wird's schwierig, ne? Das wissen wir ja. Das wissen wir ja, dass er da Probleme hat. So, Hinterachse, ne? Mercedes-Qualität Hinterachse. Ja, das kennen wir auch, das Spiel. Ich wüsste jetzt nicht, dass ein M die durchgerosteten Hinterachsen hat. Ich glaube nicht. Ich hoffe es nicht. Ist so schon alles teuer genug. Aber das müssen wir jetzt erstmal aufschreiben, weil wir haben hier echt doch Mängel. Das ist so. Hier, Reifen wird er bemängeln. Hier, da. Ne? Da ist es wieder. Das Porositätsmerkmal. Hier, da reißt der Reifen auf. Da geht das schon wieder los. Dann kannst du gleich wieder vier neue Reifen kaufen. Also, ja, hier den Dämpfer, da die Lager. Wir machen einfach mal eine Liste. So, ich habe gerade ein bisschen was aufgeschrieben. So, gucken wir mal hier. Ja, das sieht noch gut aus. So, was ausschlägt manchmal ist hier die HD-Scheibe kontrollieren. Ne? Ist auch wichtig. Also ein bisschen Konservierung könnte der auch gebrauchen. Das ist einfach so. Ne? Also das könnte er sich da auch irgendwo mal hinmalen. Ja, ihr seht da diese Lager, diese Tonnenlager hier, ne? Hier, die hier. Diese dicken Kollegen da. Die meine ich. Da, guck mal. Die werden auch so langsam porös. Ja, und wenn die porös werden, ne? Fängt der TÜV auch rum zu spacken, das kennt man. So, Rost haben wir dahinter jetzt so nicht, das sehe ich jetzt nicht. Das ist alles im grünen Bereich, ne? Hier ist auch gut, Gummiaufhängung. Hier ist ein Ästchen zwischen, okay. Alles in Ordnung. Dann haben wir hier, ja, das sieht auch alles noch grün aus. Ein bisschen Hohlraum könnte er vertragen. DPF kommen wir gut dran. Und dann geht das hier weiter, ne? Hier, Querlenkerlager. Ach du Scheiße. Ja, da ist es. Ja, brauchen wir nicht drüber diskutieren, ne? Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Da oben ist es eingerissen, da geht's weiter. So, Querlenkerlager vorne, Vorderachse, seht ihr selber, alles im Eimer. Ja, brauche ich nicht rumdrücken oder rumziehen, das ist so. Da oben habt ihr den wohlgeformten Motor, den sie da so reingeschraubt haben. Er sieht aber dicht aus, aber leicht ölfeucht nach unten. Also das könnte mit dem Ölkühler beginnend, ja, ich sag beginnend ganz vorsichtig, so. Ja, und in dem Sinne, ja, können wir die eigentlich aufschreiben schon. Querlenkerlager hinten, da geht's schon los. Ja, das ist schon wieder so ein Ding, wo man sagt, oh weia, oh weia. So, die drücken wir gleich mal eben ab. Ja, Bremse vorne, ja, die hat so einen leichten Rostrand. Also, ja, ich glaube, die ist auch bald durch mit dem Thema, würde ich fast sagen. Ja, die wiegen halt ein bisschen was, die Kisten. Und dann hast du dementsprechend auch den Verschleiß, ne? Ist ganz klar. So, aber alles andere sieht so offensichtlich noch recht gut aus. Also Querlenkerlager hinten, die hier, das prüfe ich gleich noch, weil Lampe halten und prüfen, das sind so Sachen, das funktioniert jetzt gerade nicht. Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich, ja, soweit recht gesund, soweit, sag ich mal. Stabi-Streben sind in Ordnung, hier, das ist, ne, das ist alles, ja, das ist alles gängig, das geht. Hier gucken wir gleich mal mit dem Eisen. Ja, der TÜV, der hat auch immer so spezielle Eisen, ne?
Ja, das ist gut. Das scheint gut zu sein. Das scheint gut zu sein. Da komme ich zwischen. Das ist in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Also von dem Spiel her ist es in Ordnung. Wenn du das jetzt im Hoch und Runter, das ist wieder so eine schwierige Geschichte, wo willst du hier gegenhalten, ne? Die TÜV-Prüfer, die haben immer so geile Dingsbums hier, so eine. So, was haben wir hier? Kann man da auch mal? Nee, das ist auch nichts. Zum Drücken ist das nichts. Dann drückst du dann wieder alles platte, aber die Lager sind durch. Wie sieht's hier mit denen hier aus? Die gehen. Kannst du ja auch noch hinterhaken hier. Nee, das ist okay. Das können wir so lassen. Das ist okay. Ja, das geht. Also vom Prinzip her, ne, Vorderachse nur diese hier. Diese Lager sind damit bei. Querlenker vorne, hinten. Ja, und die Reifen, ne? Hier, guckt euch das mal an, damit kriegt ihr keinen TÜV. Keine Chance. Das wird nichts. Da kriegt ihr keinen TÜV mit. Mit diesen Auswaschungen hier in den Reifen, garantiert nicht. Das ist richtig Radiergummi. Das ist richtig Radiergummi. Ja, da passt auch irgendwas nicht. Also, das ist so richtiges Radiergummi. Ja, so, das wäre es eigentlich von unten. Und ihr seht, ne, auch hier außen, da sieht das auch nicht besser aus. Vier neue Reifen. Mindestens vier neue Reifen. Also, das ist schon mal Fakt. Ansonsten sieht das gar nicht so scheiße aus. So, ich lasse den mal ein bisschen tiefer. So, das, weswegen er hier war, das ist dieses hier. Ne? Das kennen wir aus dem Landy-Bereich. So, Nebelscheinwerfer sind unten angelaufen. Keine Chance, das gibt nichts. Das gibt rote Karte, das wird nichts. Hier, da fängt es auch an, ne? Polycarbonat anlaufen. Ja, das kennen wir. Habe ich auch zu ihm gesagt, wenn das jetzt hier weiter runter wandert, dann sind die auffällig. Und hier sind auch schon so viele Kratzer drin. Die sind schon richtig stumpf. Da ist, ja, und Steinschläge hier unten. Ja, da ist das Lichtbild also auch nicht mehr so richtig geil. Ja, das ist eben so. Und hier seht ihr das so richtig, ne? Dass das Polycarbonat richtig aufgebrochen ist. Ne? Ja, das muss man alles runterschleifen, das muss man wieder neu machen und dann sieht das wieder gut aus. Da hat der TÜV auch kein Problem mit, aber ihr seht hier, da geht es auch schon gleich weiter. Ne? Da stand mal Wasser drin. Ja. Ja, und wenn da Wasser drin steht, ne, dann ist das eben so. Und dann steht hier Wasser drin in den Nebelscheinwerfern und dann geht das schon los. Ja. Und das für so ein hochpreisiges Auto, man muss bedenken, was das Ding mal gekostet hat. Ne? Ja, auch wenn das Ding von 2009 ist, aber das heißt ja nicht, dass das so ein Klumpen sein muss. Das ist, ja, was soll ich dazu sagen? Da sage ich jetzt erstmal nichts zu. Auf jeden Fall sieht das soweit ganz gut aus, aber die Lager, ne? Die Lagerung, ja, wie immer. So, was wir noch machen können, ist einmal Bremsflüssigkeit abchecken. Das ist bei so einem Fahrzeug natürlich auch ganz wichtig, finde ich. So, Bremsflüssigkeitsbehälter, den habt ihr hier oben. Und da habt ihr natürlich auch gleich wieder mit sämtlichen Feuchtigkeiten zu kämpfen. Aber ich habe da auch so einen neuen, der testet alle Bremsflüssigkeiten ab. Den gibt es von KS Tools. Ne? Und dann steckst du den da rein. Und dann wollen wir mal gucken, ob da was kommt. Ist also noch okay. Ne? Also mit 1% kann ich leben. Ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Das kenne ich schlimmer. Aber ich habe ja gesagt, Kleinwagen ist das viel mehr das Problem als bei solchen Kisten hier. Bei solchen Kisten wird immer schön auf Bremsflüssigkeit geachtet und solchen Zirkus, ne, das machen die ganz gerne, weil da kann man ja Geld mit verdienen. Das ist ja so. Ne? Ja, ob man auch noch Geld verdienen kann, so andere Sachen hier, müssen wir gleich mal gucken. Die haben ja auch noch gesagt, Bremsklötze hinten. Ne? Bremsklötze hinten schreiben wir mit auf. So, ich sag ja hier, ne? Da, diese Klarlackablösung in diesen Leisten und so, ne, das ist doch alles. Also die Kiste, die kostet so viel Geld, ne? Das ist. Oh. Nee, da gibt's doch gar nicht. So. Beleuchtung hinten, das sieht alles gut aus. Hier ist nichts angebrochen, hier ist nichts angeknackst, nichts angeknuckt oder so. Das sieht alles gut aus. Weil manchmal hast du auch Reflektoren kaputt, kannst du auch keinen TÜV mehr kriegen. Kommt vor. Ne? Ich sag nicht, dass das muss, aber das kommt vor.
So, vom Innenraum her, ne, total die geile Kiste, ne, garantiert, zeige ich euch gleich noch, weil das ist schon ein Sonderfall, hätte ich schon fast gesagt. Das Ding, das ist gehobene Klasse, sag ich. So, wir haben jetzt hier so ein Riesenschiff und so einen Riesenmotor und ihr seht, ihr kommt hier nirgendwo dran, ne. Also hier oben liegen sofort die Zylinderköpfe an und hier habt ihr den Turbolader, deswegen muss der ja auch raus, wenn ihr da unten ran wollt. So, und da könnt ihr nicht eben mal reingucken, da könnt ihr so mal zwischendurch gucken. Das ist jetzt nicht so viel Platz wie beim Touareg. Das ist ja so. Und das ist ein bisschen enger gebaut, der Winkel. Und hier ist alles vollgezimmert. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, was die sich alle so dabei denken. Spaß macht das nicht. Das ist alles andere als lustig. Das ist trauriges Beispiel, ist das. Das ist eben halt, weil diese ganze Abgas-Neben-Aggregate-Scheißtechnik da dran ist. Das macht dann alles ein bisschen schwieriger und unzugänglicher und wie auch immer. Die Luftfilter zum Beispiel, die sitzen hier an der Seite am Motor dran. Da müsst ihr den halben Motor für zerlegen, um dann dran zu kommen. Das ist eine reine Katastrophe, das Ding. Hier einen Service zu machen, einen großen Service. Das Beste, wo ihr drankommt, ist wahrscheinlich nicht mal der Kraftstofffilter. Ohne die Spinne hier oben rauszubauen, kriegt ihr den Kraftstofffilter da nicht raus. Das sind alles so Dinge, ja, das muss man einfach mitsehen. Und wenn man so ein Auto fährt, dann muss das Portemonnaie auch stimmen. Weil, ganz ehrlich, wenn man sowas fährt, dann muss man Kohle haben. Aber wie gesagt, da unten, da ist noch der erste Keilrippenriemen drauf. Wie sieht der überhaupt aus? Naja, der sieht aus, wie er aussieht, ne? Also, schön ist er so nicht mehr. Ja, man merkt die Rippen noch, das geht. Aber ich werde mal die Rippen prüfen. So, ihr kennt ja hier meine Rippenprüflehre. So, die kann man da unten dann einsetzen. Ja, so. Kann man die da reinsetzen und dann kann man gucken, wie viel Spiel da ist und man muss sagen, ja, die haben Flankenspiel. So, die haben Flankenspiel hier. Das ist also so, dass da Flankenspiel drin ist und der passt auch nicht mehr bis oben hin. Also da ist schon Abrieb dran. Der könnte mal neu. Also das ist ein Faktor, der mal neu könnte. Hier, falls ihr das nicht gesehen habt, wie ich das gemacht habe, hier da oben drauf. So, und dann müsst ihr da mit der Fühlerlehre hier so rein. Ganz tolles Gerät, gibt es bei Conti. Wenn ich mal wieder welche kriege, kann ich euch Bescheid sagen. Ja, wie gesagt, das ist hier, ne, das Flankenspiel zu messen. So, ja, ganz toll. So, von daher geht's. Von daher ist eigentlich alles noch im grünen Bereich. Aber ich sehe hier oben, dass hier also ein bisschen Öldunst ist. Ihr seht es auch hier, ne, da hinten am Turbo, da ist also ein bisschen Öldunst. Ist klar, weil jedes Mal, wenn die Luftfilter raus müssen, muss die Spinne hier runter. Und dann ist die Gefahr natürlich groß, dass hier eine Undichtigkeit ist. Aber ihr könnt natürlich auch gut gucken, ob der Turbolader Spiel hat oder sowas. Ne? Das kann man gut nachgucken. Das geht alles. So, ja, im Prinzip sind wir damit durch mit dieser ganzen Geschichte, jetzt mal durchzugucken. Ja, es ist mir jetzt nicht so bekannt, dass das Luftfahrwerk Theater macht in der Kiste. Bei der E-Klasse wohl eher, aber wenn ihr da mal Erfahrungen habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ja, wie ihr so mit euren M-Klassen so zufrieden seid. Ich kann mir auch vorstellen, dass die eigentlich recht gut laufen. Bis auf so ein paar Kleinigkeiten, was man immer hat. Ne? Also, ja, das ist hier die Unterdruckleitung. Ja, die hat Spiel. Tatsächlich. Der tatsächlich Spiel, okay. Aber mir ist das jetzt nicht eine Aufgabe, dass ich jetzt eine Inspektion mache, sondern einfach nur mal gucke, schafft er den TÜV oder schafft er nicht? Und ich sag, schafft er nicht. So, wollen wir mal eben hier reinklettern. So, schwupp. Ist natürlich alles schön in Grau gehalten. Luftfahrwerk regelt sich ein, wunderbar. So, ihr habt jetzt eine Laufleistung. Schaut mal, da, von 159.000. Entschuldigung, das waren keine 170.000, waren 159.000. Ja, wir haben hier eine Automatik, wenn man noch nie M-Klasse gefahren ist. Ne? So, alle Lampen gehen aus, das kann man prüfen, das ist super. So, wenn man noch nie eine M-Klasse gefahren ist, der Schalthebel, der sitzt hier am Lenkrad, wie beim GLA. Daran erkennt man halt, ja, den Ami in dem Auto, ne? Will ich mal so sagen. So, und das ist natürlich dann bei den Reifen, ist das dann natürlich auch so eine Sache. Da kommt so ein Luftfahrwerk natürlich auch immer sehr gut, weil so ein Luftfahrwerk natürlich immer da irgendwo rumregelt
Und wenn man dann natürlich auf der Stelle rumrödelt, dann hat man das Problem, dass man dann eben halt, ja, ich fahre den jetzt erstmal raus, damit man da mal ein bisschen gucken kann. So, das ist alles nicht so ganz einfach, ne? Aber ich hasse das eigentlich mit diesen Lenkradschaltungen. Ich weiß nicht, ich habe das lieber hier unten. Das kommt für mich viel besser. Aber wie gesagt, das ist immer Geschmackssache. Aber wir wollen ja nicht schimpfen, wir wollen nicht meckern. Keine Sorge, das sind nur meine Polizisten sind das. Meine stillen Polizisten, die da auftauchen im Radarwarner, hätte ich fast gesagt. In der Einparkwarnung. Ja, wie gesagt, wir werden jetzt hier einmal den Tester nochmal dran halten und werden nochmal eben kurz, Fehlerspeicher abfragen. Ne? Ihr seht es ja selber, ne? Das ist ja so. Das ist so, wie es ist. Oh, Handbremse ziehen. Naja, so gerade eben. Ja, da geht das auch schon mit los. Ja. Das ist natürlich ein adaptives Dämpfersystem hier drin. Und wenn da was ölig und kaputt geht. Ich sag euch anschließend, was das alle kostet. Ich sag euch anschließend, was das kostet. Und ich sag euch, das haut euch die Kakaobutter aus der Schokolade. Geil ist das natürlich, ganz klar, so eine Kiste. Ne? Die ist schön groß vom Innenraum, schwarzer Himmel, weißes Leder. Also ich finde diese weißen Ledersitze natürlich immer auch eine tolle Sache. Aber für mich ist das nix. Für mich ist das nix. Das ist einfach, ich komme hier mit meinen schwarzen Fingern her und dann, ihr wisst schon, was dann passiert, ne? Dann gibt es überall schwarze Flecken. Nee, das ist nix für mich. Leute, Fahrzeugschein habe ich leider nicht. Ich habe hier nur eine EG-Übereinstimmungsbescheinigung. Den Namen muss ich hier oben leider zudrücken. So, und dann haben wir hier ein 320er CDI Formatik. Ja. Das ist natürlich, ne, 2009er Baujahr, wie gesagt. Ja, Fahrgestellnummer zeige ich euch natürlich auch nicht. Und ja, wie gesagt, die ist mal ausgestellt worden. Warum? Wahrscheinlich ist der mal im Ausland gelaufen. Aber, naja, es ist ja auch egal. Wir wissen jetzt, dass es ein 320er ist. Das Komische ist, hier auf dieser Seite sieht die Leiste nicht so aus. Die vordere, die sieht wieder so aus. Ah, jetzt weiß ich auch, warum sie nicht so aussieht. Weil ihr seht, das sieht hier noch glänzend aus. Dann ist hier, ne, der Klarlack weg. Ja, und der ist hier schon runter. Deswegen ist das so. Ja, man merkt es, ne? Da ist der Fehler schon. So, mal gucken, was da so Schönes drin steht. Was haben wir denn hier? Ein Mercedes haben wir hier. So, und dann gucken wir mal, was drin steht. Ich bin ja echt mal gespannt, was wir da jetzt so entdecken. So. So, wir werden ja eben mal den Mercedes raussuchen. So, der Mercedes ist hier. So ist das. So, dann suchen wir das Auto automatisch. So, machen wir Schnelltest. Zündung ist an und dann lassen wir das Ding mal durchlaufen. Lass mal überraschen. Oh! So, speichern wir das Ganze mal. Alter Schwede, löschen wir mal alle Codes da raus. Das ist ganz wichtig. So, Zündung aus, hat er gesagt. Ich sag okay. 10 Sekunden warten. So, Zündung wieder einschalten. Okay.
WLAN-Speicher löschen abgeschlossen. Okay. Ihr seht, Störungen sind jetzt 0. Habe ich alles auf 0 gesetzt. Das speichern wir jetzt nochmal. Damit man da auch jetzt nicht sagen kann, das hast du aber nicht gemacht. Doch, habe ich. So, dann fahren wir die Kiste gleich nochmal. Und dann gucken wir mal, was die Ansage ist. Das ist bestimmt auch lustig. So. Jupp, wieder beenden. Nicht wieder den Dongel vergessen. Das hatte ich letzte Woche. So, reinstecken. So. Fertig. Anklappbare Spiegel, sehr anfällig. Habe ich bei diesem Auto repariert, dass er wieder funktioniert, dass er da unten wieder eingreift. Ja, das war keine einfache Geschichte, das könnt ihr mir glauben. Das hat doch überhaupt keinen Spaß gemacht. Aber er funktioniert wieder, er klappt wieder schön aus und das sollte dann auch so sein. So, Licht geht aus, alles klar. Wir gehen nach Haus, fertig ist der Klaus. So, Anschnallen nicht vergessen. So, damit man hier, da stellen wir da auf Auto. Ja, so, weiter geht's hier im Text. Gucken, ob die Kiste das hält, was sie verspricht hier. Ja, da sitzt natürlich auch derbe hoch hier drin in dem Auto, genauso wie in den anderen Fahrzeugen auch dieser Klasse. So ein Luftfahrwerk ist natürlich was Feines, keine Frage. Das ist immer herrlich. Solange das funktioniert, ist das immer super. Aber wenn da was kaputt geht, ne, dann geht das immer in die Knete. Ja, und der Dämpfer da hinten, der ist so im Arsch. Ne? Tja, das ist eben so. Da kommt das Öl rausgepinkelt und schon muss so ein Ding ausgetauscht werden. Und ich würde fast behaupten, auch beidseitig. Denn das bringt einseitig auch nichts. Das macht man beidseitig neu und dann wird das schon lustig in der Tasche. Ja, das, aber da kann man ja, wie gesagt, ich würde damit, würde da einen Nebelscheinwerfer machen und würde dann damit hinfahren. Und ja, das ist dann so das, was man machen sollte. So, ja, genau. Wie gesagt, knapp 160.000 und schon die ganzen Lager im Arsch. Das ist schon wieder eine ganze Menge auf dem Zettel, die wir haben. Aber was wollen wir denn machen? Das ist eben so, das Auto, das wiegt ein bisschen was. Und dass da die Lager nachgeben und so, das sollte klar sein. Ne? Aber ansonsten, ich höre hier nichts klappern. Also lenkungsmäßig ist hier auch alles nicht ausgeschlagen, reagiert genug. Also schnell genug. Sehr direkte Lenkung. So soll das ja auch sein und nicht anders. Die Wischerblätter sehen auch alle noch obligatorisch gut aus. Also das denke ich auch nicht, dass da irgendwie ein Problem besteht. Ja, wie gesagt. Nebelscheinwerfer neu machen und die Reifen, ja, die kannst du wegschmeißen. Das wird nichts mit TÜV. Das glaube ich nicht. Ich glaube zwar viel, aber das nicht. Tja, wie gesagt, ne? Das war jetzt ein kurzes Freitagsvideo, würde ich sagen. Und ich würde sagen, danke, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Und ja, wenn ihr noch nicht habt, ihr wisst ja im Anschluss, ne, was ihr da alles so tun könnt. Es wird euch bestimmt noch wieder ein Video gezeigt, was ne, in der Richtung euch vielleicht gefallen könnte. Und wie gesagt, kann ich nicht beeinflussen. Das macht YouTube selber. Ja, wie gesagt, macht's gut. Und ich würde sagen, ich bin raus und macht's gut und tschüss und schönes Wochenende. Bye bye, Leute.